Wir melden uns heute mit einer weiteren Frage, nämlich, ich habe es genannt, das grenzüberschreitende Plagiat. Die Frage war, wenn eine Person Fanfiction auf der Basis der Werke einer US-Autorin schreibt und die in Österreich veröffentlicht und verkauft, ist das strafbar? Was denkt ihr? Ich habe es schon als Plagiat in der Überschrift bezeichnet. Ich kann nur sagen, ja, klar, wenn ich fremde Inhalte verwerte, selbst dann noch zu Geld mache, dann kann es sich sogar um eine gewerbsmäßige Begehung. Also es ist strafbar nach § 91 Absatz 1 Urhebergesetz in der Qualifikation des Absatz 3, also sogar mit höherer Freiheitsstrafe bedroht. Darüber hinaus sind natürlich auch zivilrechtliche, urheberrechtliche Ansprüche denkbar, Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz, angemessenes Recht und so weiter. Ja, das sind also dann noch die zusätzlichen Ansprüche. Und warum ist das so? Weil eben US-amerikanische Urheber und Werke gleich geschützt werden wie europäische oder österreichische. Da kann man sich ganz genau den § 96 Urhebergesetz zum Schutz von Werken ausländischer Urheber ansehen. Und der österreichische Staat ist ja natürlich dazu verpflichtet, auch ausländischen Urhebern diesen Schutz zu gewähren. Hier gibt es völkerrechtliche Verträge, eben von der die revidierte Berner Übereinkunft, wie sie so in der Zusammenfassung heißt, dann eben die TRIPS-Abkommen, WIPO-Urheberrechtsvertrag. All das sind Rechtsgrundlagen, völkerrechtliche Rechtsgrundlagen, die eben vorsehen, dass der österreichische Staat die auch Werke ausländischer Kunstschaffer schützt. Also, kommt wieder jetzt hier schließlich der Kreis ganz oben. Ja, also Verwertung von Inhalten, auch von US-amerikanischen Bürgern, ist verboten